Ich heiße Rita, ich bin 22 Jahre alt und ich mache Gewichtheben. Ich lege super viel Wert drauf, fit zu bleiben und mich zu bewegen, einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir mental sonst nicht so gut geht. Ich merke, dass ich ein Mensch bin, der braucht ein bisschen Abwechslung. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann einfach angefangen, spazieren zu gehen und dann ein bisschen schneller und habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass das tatsächlich eine Art Cardio ist. Und das habe ich dann einfach so weitergemacht, weil ich total begeistert davon war, dass es so leicht sein kann. Mein Handy spielt tatsächlich eine größere Rolle beim Training, als ich zugeben möchte. Bei meinem Low-Intensity-Cardio schaue ich dann auch immer, ob ich meine Schrittziele geschafft habe. Ich nehme mir immer 10.000 Schritte vor. Ich habe schon mehrere Sportarten ausprobiert. Ich habe als Kind habe ich sehr viel Eiskunstlaufen gemacht und bin dann über das Fitnessstudio zum Gewichtheben gekommen, was natürlich sehr unterschiedliche Sachen sind, aber technisch beide sehr anspruchsvoll und das hat mich dann gecatcht. Gewichtheben hat mir zu einem Teil in meinem Leben mein Leben einfach wiedergegeben. Ich war an einem Punkt, an dem war ich noch nie. Ich war super down und konnte nicht richtig zur Schule gehen, konnte gar nichts machen. Und das Gewichtheben hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass ich alles schaffen kann. Ich glaube, das beste Gefühl in meinem Leben war, auf dieser Bühne zu stehen, nachdem ich monatelang dafür geübt habe. Es war der schönste Moment, zu sehen, dass diese Zeit, die ich investiert habe, auch nicht umsonst war. Der Sport hat mir gezeigt, dass man manchmal auch einfach mutig sein muss, an neue Dinge ranzugehen und sie ertasten muss, dass es gar nicht gruselig sein muss, etwas Neues anzufangen, sondern super spannend. Und das hat mir sehr viel Glück gebracht in meiner Zukunft und in meinem Leben bisher. Ich glaube, man kann nicht aus einem Training rauskommen, ohne sich irgendwie besser zu fühlen. Entweder mental oder körperlich. Wenn nicht beides. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich habe dich irgendwie motiviert, auch was Neues auszuprobieren.